Was? Na, das hat doch geklappt wie am Schmierchen. Findest du nicht auch? Mir ist speiübel. Ach, dass aber auch das Gejammer nicht aufhört. Immerhin habe ich dir soeben das Leben gerettet. Und ein Andenken habe ich auch noch ergattert. Hier. Was ist das denn für eine Abnormität? Na, dein eigener Bandwurm. Was denn sonst? Du solltest schon ein bisschen besser aufpassen, was du so in dich reinstopfst. Na, ein andermal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ich habe die Rebellen gefunden und brauche deine Hilfe. Komm mit. Ein schöner Bandwurm. Passt er in die Rohrpost? Da ist der Wurm schon drin. Schade eigentlich. So, jetzt können wir doch bestimmt damit Cowboy Dodo überzeugen. Oder? Wusch, ich glaube, ich sehe doppelt. Was? Das gibt's doch gar nicht. Haha, verblüffend, nicht? Das Blatt hat sich gewendet. Dann können wir ja endlich abstimmen, wer denn nun die Codes holen geht. Also, ich stimme für mich. Und ich stimme für mich. Was? Nein, hey! Tja, dann fällt die Wahl wohl eindeutig auf mich. Ich werde nämlich auch für deinen Doppelgänger stimmen. Und somit steht es 3-2-2. Nein, nein, nein! Ich muss doch gehen! Du wolltest abstimmen und wir haben abgestimmt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Seil. Und es kann losgehen. Also ich hätte hier das ja als Seil. Der Bandwurm könnte mit viel Fantasie und gutem Willen als Seilersatz in Frage kommen. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Achso, wir müssen die Auszählung noch manipulieren. Aber was machst du denn? Du solltest doch für mich stimmen. Und warum stimmst du nicht für mich? Immerhin sind wir identisch, oder? Das ist ja auch Pillepalle, wer von uns beiden die Codes holt. Hauptsache, es tut nicht dieser aufgeblasene Dödel. Da stimme ich zu. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Ich lasse mir was einfallen. Dieses Duell werde ich sicher nicht durch den unfairen Einsatz nicht zugelassener Waffen gewinnen, sondern in einem fairen Kampf. Mann und Mann gegen Mann. Okay. So dumm, dass ich diesen Organon überwältigen musste. Wo sollen wir denn jetzt ein neues Seil herbekommen? Tja, vielleicht fällt es uns ja in den Schoß, wenn wir hier weiter rumsitzen. Aber Rufus, du willst dich doch nicht etwa vor der Arbeit drücken? Oder soll ich das mit dem Seil etwa auch noch erledigen? Vielleicht können wir einfach als Organon reinspazieren. So. Am Ende nehmen die mich noch unter Beschuss. In diesem Aufzug soll am Ende... Ja, das ist doch gerade der Sinn. Na gut, reden wir doch mal mit dem anderen. Organon. Ob das was bringt, weiß ich. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen, außer eins. Mach's gut, du trübe Tasse. Schade. Ich würde ihm ja gerne einen Bandwurm in die Hose stecken. Vielleicht kann ich den noch gebrauchen. Tja, wie werden wir Cowboy Dodo los? Das ist wahrlich eine gute Frage. Gucken wir vielleicht erstmal bei den anderen Rufussen. Tja. Ob wir hier irgendwie vorankommen. Ein Süppchen? Ich bitte Sie. Sehe ich etwa aus wie ein Pfandleiher? War ja nur ein Angebot. Moostherapeutische Stricke, die günstige Alternative. Tja, hier geht's jetzt nicht so richtig voran. Und hier? Ist ja auch nur noch das Babyfon. Was passiert eigentlich, wenn ich den Fernseher ausschalte? Nützt
ist jetzt nicht so viel. Nein, die Kinder sollen es schön warm haben. Ach, Rufus, du wärst so ein guter Vater. Du bist ja Mom and Dad in einer Person. Ach, du bist schon toll, Rufus. Nein, verdammt. So. Hier ist auch nichts, ne, was ich irgendwie übersehen haben könnte. Nope. Hexe, hast du noch was? Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Ich muss gehen. Aber es war doch Moment, ist das was? Wie gesagt, Gott zu... Schade. Mit solchen Typen kennen. Ja. Super Mario, kannst du mir mittlerweile helfen? Auch nicht so richtig. Vielleicht ist ja der Barkeeper mit einem Süppchen zu begeistern. Vielleicht. Man weiß ja nicht. Süppchen? Ich schlage ein Tauschgeschäft vor. Der Preis für die Nukleinsäure ist 6 Slotty. Und damit basta. Verdammte Hacke. Schade. Wir müssen irgendwie an diese Nukleinsäure kommen. Verdammt nochmal. Was kann man mit einer Zahnbürste anstellen? Eine essentielle Frage, wie ich finde. Man könnte damit den Organosanitäter die Zähne putzen. Ich halte ihn fest. Und du polierst ihm die Fresse. Mit einer Zahnbürste? Ja, klar. Du hast keine Ahnung, was man normalerweise mit so einer Zahnbürste macht, oder? Man eben Bandwurm. Ha! Ich weiß, was wir als Seil verwenden können. Halte es lieber für dich, solange es keine mehr dürfen. Können wir Janosch zur Nachricht bewegen? Ich habe auch einen Fanclub. Wirklich? Was ist dein Lieblings-Cowboy-Dodo-Song? Nein, ihr habt mich missverstanden. Ich habe keinen Cowboy-Dodo-Fanclub. Ich habe eigene Fans. Also, einen. Meiner ist Schau dich um. Echt? Meiner auch? Aufwachen, ich rede mit euch. Schaut mich gefälligst an. Stimmt, schau mich an, ist auch cool. Hey, Janosch. Hallo, Rubusch. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Hast du schon ein Seil gefunden? Nein. Du? Das heißt, du bist hier, um uns mitzuteilen, dass du genau was für Fortschritte erzielt hast? Gar keine? Na, und was, wenn ich dir das Seil direkt zeige? Der Bandwurm. Aber damit also eine. Schade, wir müssen irgendwie die Abstimmung manipulieren. Verdammt. Und können wir hier noch irgendwas bewerkstelligen? So spontan. Fällt mir nämlich nichts ein. Können wir vielleicht Private Lottie ein Süppchen geben? Ah ne, die ist ja unbestechlich, ne? Ist hier noch irgendwas? Toni ist wieder da. Toni hat von ihrem Therapeuten ein Rezept bekommen. Suspendan Hals- und Wirbelsäule Akutpforte. Einmalige Anwendung. Das klingt. Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben?
Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute ja. muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei, geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Bin schon weg. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Raus! Okay, das ging ja einfacher, als ich gedacht. Man sollte manchmal einfach bloß alte Locations nochmal aufsuchen. Und schon lässt sich jedes Problemchen lösen. So, jetzt kriegen wir ein Seil und ich glaube, damit können wir den Boso retten. Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Tut mir leid. Ein Schnürsenkel. Geil. Also, mit dem Schnürsenkel zu erhängen, das, ja, das gehört schon gut zu. So, Barry, ich würde gern Boso retten. Gute Neuigkeit. Echt? Komm mit, ich... Weil ich habe nämlich das Gefühl... Oh, je. Heul nicht rum, weil ich das sei denn... Na dann. Dass wir ihn mit dem Seil retten können. Ja, genau. Das wird eine wunderschöne Falle. Perfekt. Rufus? Bist du sicher, dass eine Schlingfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher. Das ist wie bei den Cowboys. Du magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingfalle locken würde. Ja, weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Jetzt die Suppe dort reinstellen, oder wie? Schade, wäre aber lustig gewesen. So, und jetzt würde ich sagen, wir kommen einfach von der anderen Seite. Und siehe da. Jetzt sitzt er in der Falle. Und? Wer ist jetzt der Klügere? Hm? Oh, was? Rufus? Gehört das noch zum Plan? Was? Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Was? Kletter doch auf den Träger, Mann. Das Seilende? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Schon gut, mach's schon gut. Einfach. Ich komm ja schon. Nur Mut, Barry. Nur nicht runtergucken. Nur nicht. Oh, oh. Ich hab's geschafft. Ja. Und ich konnte sogar helfen. Helfen? Genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das bescheuerte Foto. Na gut, das Foto. Na, das hat doch prima geklappt. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins. Ich borge es mir kurz aus, okay? So, und wie sieht das Foto... Aha! Das Heldenfoto. Es geht voran, Leute. Es geht voran. Und wir haben Baby-Boso. Erstmal Baby-Boso absetzen. Hallo? Auf diesem Bild hat er schon wieder Nasenbluten. Der Arme. Ich habe Baby Boso gerettet. Zu seiner Verteidigung, das Pony war auch wirklich ein Wildfang. Hm? Dann eben nicht. Gut, dann behalten wir das Baby halt. Und zeigen Boso das dritte Bild, das Heldenfoto.